Übrigens war ich mal wieder kurz davor, ein Vibe abzuschleppen, aber naja, das ist dann so gelaufen. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Bleib hier, nein! Natürlich nicht. Das Einzige, was diese Week so passiert ist... Scheiße, was ist mit Manuel passiert? Einfach Manuel, einen Typen, den ihr mal endlich abonnieren sollt. Leute, ich pushe ihnen Videos und keiner abonniert den Typen. Wisst ihr, wie die anderen YouTuber über mich lästern? Gar nicht, weil ich die sonst ficke, aber sie würden, wenn sie könnten. Außerdem zeigt er uns, wie krass der Unterschied zwischen Facebook und Twitter sein kann. Bei Facebook gibt man sich dann eher so, ach, die schöne Natur, was eine tolle Nahaufnahme. Auf Twitter, Allah ist groß, Allah ist mächtig. Zusätzlich hat er dieses Bild hier hochgeladen. Die Aufgabe an meine treue Community: erstellt Memes. Bitte poste die bei Twitter an @kuchentvnews und mit dem Hashtag ManuelMeme. Als kleine Inspiration dieses Bild hier von TideSirector. Hä, warum nicht? Ist doch nur ein Prank. Kurz darauf hat er natürlich dann selber die Macht übernommen. Double Cheeseburger. Keiner öffnet. Guck mal, die ist ja gar nicht verschlossen. Okay, dann los. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles kann und wird gegen sie verwendet werden. Dieser Junge ist schon ziemlich geil. Doch dann, es klopfte an der Tür. Verdammt, das sind bestimmt Werbepartner. Was wollen die wieder? Geh schon mal ins Schlafzimmer, ich lass die rein. Würden Sie sagen, YouTube ist komplett unabhängig von den Werbepartnern und tut einfach das, was für die Seite und die Creator am besten ist? Ja, auf jeden Fall. Autsch. Ja, nicht so doll, Coca-Cola. Wir machen nichts, was wir nicht wollen und umso mehr Geld verdienen. Die Creator sind, autsch, das Wichtigste für uns. Du hast mich auf Insta und WhatsApp geblockt und das wegen 300 Metern zu Post. Man muss sich das Ganze einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Im Rap geht es momentan darum, ich habe deine Mutter gefickt und ich box dich und Hurensohn und bla bla bla. Und dann kommt der Alpha-Allmann Blazin' Daniel an und sagt so, du bist für mich nicht zur Post gegangen. Props dafür, Alter. Denn manche Leute brauchen halt einfach so einen kleinen Anstupser, um mal ein bisschen selbstkritisch zu denken. Ich zum Beispiel habe das auch gebraucht. Na gut, bei Leon ist das kein kleiner Anstupser, sondern er wurde eigentlich von einem 18-Tonner überfahren, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Den Gorilla. Oder auch sein Track Kommunikation. Der ist halt wirklich offensichtlich halt 1:1 gebaitet vom französischen Song von Sass. Je, wo oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich musste das auch gerade ablesen. Sorry, Leute, ich spreche kein Aufgeben. Wie wäre das, wenn du Lehrer bist? Wenn die Kinder was Falsches sagen, dann sagst du die richtige Antwort an so, Bruder, ich hab deine Mutter gefickt. Und deine toten Verwandten. Und deine Schwester. Jetzt verpiss dich, du Piatsch. Ob Red hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein Antwortvideo zu der ganzen Sache zu machen. Das erste, was er dazu hochgeladen hat, war ja ein bisschen emotional und mehr Aussage, außer das hier war da auch nicht drin. Dreckige, hässliche, du dreckige, dreckige, du hässliche, dreckige, dreckige, du dreckige, dreckige, ehrenlose, niveaulose, du hässliche, dreckige, dreckige Lügnerin, ehrenloses Stück, du dreckige, 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 hässliche, schmutzige. Gib du dreckige, du. Hässliche! Ich meine, das läuft bei der Bild ja nicht so ab. Ich bin Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu vögeln. Um was? Umberto. Oh, sorry, falscher Clip. Ich meine so. Hallo, wir sind von der Bild. Wir hätten gerne die privaten Chatverläufe des Elfjährigen. Nein, tut mir leid. Wir schätzen die Persönlichkeitsrechte der anderen. Okay, alles klar, dann gehen wir wieder. Wir schätzen die nämlich auch. Ich weiß nicht, wie die sich das Ganze vorstellen. Wahrscheinlich so hier. Oh Mann, ich sag's dir. Am Wochenende war ich so voll. Ich glaube, du meinst wohl eher... Hä? War das Tourette? Ja, richtig, das ist das Tourette-Syndrom. Dabei müssen die Betroffenen bestimmte Ticks von sich geben, ohne dass sie das irgendwie kontrollieren können. Ah, krass, ich werde mich direkt weiter informieren. Dankeschön. Wo bin ich hier nur hingerannt? Euch einfach mal überlegen. Da wird ein YouTuber von einem offensichtlichen Fake-Profil angeschrieben und die zweite Nachricht ist, jo, kann man sich eigentlich kennenlernen? Und der Zbeke denkt sich so, oh yeah, that's a serious Angebot. Digga, wie kann man sowas glauben? Ich check das nicht. Oh, guck mal, die geilen Boys sind 200 Meter von hier entfernt. Da gucke ich doch direkt mal vorbei. Ich meine, nehmen wir mal an, ich sehe dich jetzt in einer Bar. Wahrscheinlich sitzt du da, hast die Hände vielleicht sogar am Getränk oder sonst irgendwas und ich gehe zu dir. Denkst du, ich check dich dann erstmal mit einer Lupe ab? Hat sie irgendwelche Zeichen, dass sie lesbisch ist? Wie muss ich mir solche Leute bitte im Real Life vorstellen? Ja, und Männer sind so dumm, die denken, Lacoste wäre ein Feinschmecker-Restaurant. Männer sind so dumm, die denken, ein Laserschwert kann man abonnieren. Oh ja, Mann. Und Frauen sind so dumm, die denken, 1 Kilo Federn sind leichter als 1 Kilo Stahl. Also wenn du hier nur sexistische Scheiße von dir geben willst, ne? Dann verpiss dich doch nur, weil dein Ego das nicht erträgt. Was? TV hat komplett den Verstand verloren. Ja, richtig, Digga. Ich heb den linken Arm. Junge, wie kann man so krank im Kopf sein, Alter?
Euch möchte ich mal gerne bei der Kindererziehung sehen. Hallo Papa, hier drüben. Nimm den Arm runter, du Nazi. Ich, KuchenTV, Aktienhändler, Bitcoin-Trader, Audi A7-Fahrer, reich, Model, Influencer und richtig hübscher Typ, ist für Leon Lovelock aka der Cringe-Guy und Doppelmoral in Person gestorben. Kevin, ist das da ein Vibrator an deinem PC? Ja, das ist der aus der Katja Krasavitsch-Box. Der muss nur gerade kurz aufladen. Okay. 12 Sekunden später. Ah, ja. Ach, oh, Kevin, tiefer. Ach, oh, ja, steck ihn rein. Tja, wer war's jetzt? Die Mutter, die Schwester oder doch die Freundin? Schreibt's mir in die Kommentare. Aber mit NordVPN habt ihr über 5500 Server in über 70 Länder und die könnt ihr einfach mit einem Mausklick besuchen. Wow, das ist also die USA. Oh, und Japan. Oh, die Schweiz ist ja heftig. Und Südafrika. Jetzt kann ich endlich World Traveler in meine Instagram-Bio schreiben. Die Lisas unter euch werden sich freuen, denn Australien ist auch dabei. Ah, du kennst dich also aus. Warum bist du in der Doku dann selber sexistisch? Mel ist, man hört es schon, auch eine Frau. Did you just assume his gender? Und durch die Reichweite, die er besitzt, kann die Meinung, welche in seinen Videos verpackt, einen gewissen Impact besitzen. What the hell are you doing? Okay, thanks, fine. Ich persönlich gucke KuchenTV schon seit ein paar Jahren regelmäßig und würde vielleicht sogar sagen, dass es zu den Top 5 meiner Lieblings. Es ist halt auch tatsächlich so, dass Männer unter anderem eine niedrigere Lebenserwartung haben, weil sie nicht so häufig zum Arzt gehen. Ich meine, man kennt ja sowas hier. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du damit mal zum Arzt gehst? Ach Quatsch, man muss doch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen. Bro, du hattest einen Unfall und dein Arm liegt abgerissen daneben. Geh mal weiter mit Barbie spielen, du Mädchen.